Hallo, moin moin, liebe Zuschauer. Let's Play Sims 4 geht in eine nächste Runde. Wir wollten eigentlich gerade anfangen, hier irgendwas zu malen. Aber eigentlich wollten wir ein Foto machen, wie sie aus dem Pool wieder rauskommt. Ob wir das hinkriegen. Dafür müssten wir eigentlich das Teil mal irgendwie rausstellen. Das ist eine völlig neue Malposition hier. So. Realistisches nach Vorlage malen. Großes nach Vorlage malen. Wir sind eigentlich ein bisschen müde. Sie kippt sich noch ein bisschen Kaffee rein hier, Bella. Ist derzeit ziemlich unzufrieden mit uns, was die Liebesbeziehung angeht. Na toll. So bringt uns das schon mal gar nichts. Kommt noch mal raus hier. Können wir jetzt auch schwimmen? Ja, wir gehen ins Bett, glaube ich. Das nützt auch nichts, aber wir entscheiden selber. Der großen im Vergleich zu der anderen. So, schlafen. Danach müssen wir wohl irgendwas frühstücken. Und dann müssen wir sehen, dass wir noch vor der Arbeit ein Buch schreiben. Entweder ein neues oder ein zu Ende schreiben. Und da ist sie weg. Tschüss. Die andere muss auch los. Ach, wieso steht das eigentlich noch so blöd hier an der Wand? Da brauchen wir mal eigentlich ein Sportgerät, weil wir müssen echt mal Sport machen. Wo wir gerade im Baumenü sind. Warte mal, ne, da sind wir doch eigentlich schon richtig, oder nicht? Freizeit, Sport. Umgebung 4 Fitnessfähigkeit. Umgebung 2 Fitnessfähigkeit. Profi Heimfitnesssystem. Knackiger Körper. Das ist ja eigentlich unser Ziel, ne? Das kommt mal hier mit rein. In unsere umfunktionierte Garage. Und das mit der Werkbank hat ja irgendwie auch noch nicht so richtig funktioniert. Das müssen wir auch noch mal testen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. So, schlaf erstmal eine Runde. Oh ja, Tantiem, 4500. Da kann ich ja jeden Tag irgendwas Neues, Tolles kaufen. Mit dieser Reihe an Einnahmen. Und das sind nicht mal alle. Ja, soll das nicht stören. Eine Rechnung haben wir noch nicht. Wir wollen dann auf jeden Fall nochmal Hecke bauen. Ich möchte hier eigentlich noch Büsche haben und hier hinten das alles ein bisschen noch verschönern. Den Poolbereich. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. So, wenn er denn gemampft hat, was er jetzt ja gerade macht, sind wir eigentlich ziemlich gerade vor und können mal hier schreiben. Wir müssen ein neues Buch schreiben. Er ist am Stier 7 wahrscheinlich. Oder wir sind uns aber die Playboy Story. Ganz neue Filme. Ein bisschen schneller, bitte. Günther muss in circa einer Stunde schon zur Arbeit. Okay. Dann schaffen wir das wahrscheinlich gar nicht fertig, die Tagesaufgabe zu erfüllen. Dann können wir auf jeden Fall nicht befördert werden, aber dann schaffen wir das morgen. Hoffe ich zumindest. Was ist hier? Die Playboy Story. Ist ja eh egal eigentlich. Aber wir können es ja gar nicht mehr sehen in der Liste. Ich glaube, das lasse ich dann in Zukunft auch mit eigenen Benennungen. Wie gesagt, macht ja irgendwie keinen Sinn, ne? So, 75% Zeit für die Arbeit. Aber ich möchte noch 100% erreichen. So.
Fertig schreiben müssen wir es nicht. Wer hat denn hier die Mülltonne so auf den Boden gelegt? Wir sind bestimmt unbeliebt. Hä? Ja, Tonne auf Rädern eigentlich. Warum liegt denn Tonne auf Rädern rum? Aufheben. Na hallo, schöne Frau. Wir müssen leider los. Aber du kannst demnächst mal bei uns baden. Jetzt ist sie wieder weg. Und oh, sieht gut aus. Reicht leider noch nicht. Bis 20 Uhr arbeiten wir, aber morgen. Morgen könnten wir befördert werden. Vorausgesetzt, wir schaffen es jetzt, uns ordentlich wieder um Schreiben zu kümmern. Hier weiterschreiben. Damit fangen wir erstmal an, das Buch fertig zu schreiben. Ist die Staffelei natürlich da hinten. Jetzt bräuchten wir hier eigentlich noch mal eine neue. 7400 haben wir aktuell schon wieder. Ja, Spaß ist echt ein bisschen wenig. Wir müssen uns noch ein bisschen Spaß aneignen. Ich glaube, das kriegen wir wahrscheinlich auch nicht beim Trainieren. Naja, machen wir noch ein bisschen, geben wir mal ein bisschen Gas, denn wir wollen jetzt endlich wieder befördert werden. Okay, Buch ist wieder fertig, dann können wir es verkaufen, die Playboy Story. Und kriegen wir da Spaß? Ich wahrscheinlich nicht, ne? Schlechte Umgebung. Es ist ziemlich dunkel hier irgendwie und ist auch nicht besonders hübsch. Also hier sind noch überhaupt keine Deko-Gegenstände oder schöne Bilder drin, ne? Also Spaß macht uns das nicht. Okay, wir sind auch schon mal. Hier muss noch mal irgendwie ein kleines Räumchen im Zweifel mit rein. Barhocker. Ich versuche mal einen Beistelltisch herzustellen. Dann können wir einen Verlag verkaufen, aufheben, duschen. Das hier noch aufräumen. Und dann nehmen wir uns noch mal ein Gericht. Ja, dann haben wir doch schon gut was vor, ne? Ich glaube, dann ist auch schon wieder hier Günther Betzert. Auf jeden Fall gehen wir mal in die Handwerkers. Genau, was wir da bauen. Das soll eigentlich ein Beistelltisch werden. Schnitzerei verwerfen, okay, nee, wollen wir nicht. Hoffen wir, dass das was wird. Ob wir das denn verkaufen können oder ob wir das selber irgendwo hinstellen können. Das wurde im Haushaltsinventar. Achso, im Haushaltsinventar. Da haben wir vorhin gar nicht nachgeguckt. Wir haben doch eigentlich schon einen Hocker gemacht. Wert 205. Wert 41. Das ist auch ein anderer Barhocker. Hier noch so ein Beistelltisch. Ja, könnte ich hier noch in die Ecke zum Beispiel. Normales Telefon gibt es gar nicht mehr, ne? Gab es in den anderen Sims-Teilen meines Wissens nach immer noch. Hier irgendwie nicht. Na egal. Wieder ins Spiel zurück. Duschen, aufräumen, eine Kleinigkeit essen und dann ab ins Bett. Ja. Dann stehen wir relativ fit am nächsten Morgen auf und können dann wahrscheinlich relativ gut nochmal was Neues schreiben. Motivationsbuch. Ist jetzt die Dusche kaputt gemacht?
ist ein Trappel. Ersatzen ist viel zu teuer. So, mach mal ein bisschen Gas jetzt hier. Futter mal ein bisschen. Gott, hör auf hier aufzuräumen. Müll leeren. Jetzt ist es schon wieder gleich 2 Uhr nachts. Eigentlich, jetzt können wir uns doch so langsam mal Service leisten. Ne? Also wir müssen nicht mehr alles selber machen. Müllpflanze. Was ist das? Müllpflanze. Gibt permanent Gestank ab. Fliegen lieben sie. Das wollen wir eigentlich gerne entsorgen. Das kann einfach mal so eine stinkende Blume hier hatten. Wer hat uns die denn dahingestellt? So, ausgeschlafen. Dann können wir hier mal benutzen. Wir müssen auf jeden Fall noch weiter fürs Buch schreiben. Was haben wir gar nicht. Oh, müssen wir doch mal wieder ein Bild malen. So richtest du. Oder auch, ja, wie gesagt, passt schon. Weil wir sehen es in der Liste eh nicht. Jo, 4.900 Tantiemen. Jetzt haben wir schon wieder 12.000. Also, da ist aber noch deutlich Luft nach oben für herrlich reich. Oh, er hat den PC kaputt gemacht. Hoffentlich sterben wir nicht. Gut, also wir haben ganz gute Chancen, wenn wir jetzt noch... Naja, das kann man jetzt nicht reparieren. Wir müssen jetzt irgendwie noch was malen oder so. Realistisches, großes realistisches. Reparieren lassen wir erstmal. Gemälde beenden. Ja, noch. Warte, dauert ein bisschen. Hier ist angespannt. Machen wir bestimmt mal kein gutes Bild, aber das können wir uns trotzdem hinhängen. Wir müssen jetzt sehen, dass wir noch ein bisschen Spaß sammeln, bis wir zur Arbeit müssen. Jetzt sind wir wieder zu sehr angespannt und gestresst auf der Arbeit. Das geht ja auch nicht. Kriegst du das noch? Ach komm, wir gehen zur Arbeit. Das machen wir nach der Arbeit zu Ende. Wer denn? Daniel Wagner. No. Wir verschwinden zur Arbeit. Das fand ich früher eigentlich auch besser, wenn man im Auto abgeholt worden ist. Aber okay. So, komm bitte. Jetzt haben wir wieder 2 Tage frei und schaffen es. Na, nein. Es fehlt minimal zur Beförderung. Minimal. Ja, das nervt mich auch, muss ich echt sagen. Wir müssen erstmal hier reparieren. Das Bild mal schnell zu Ende malen. Das kann ja nicht mehr so lange dauern eigentlich. Duschen, weil angespannt ist. Doch, ist ein super Bild wieder geworden. Soll denn hier hin, glaube ich, ne? Ja. Eigentlich könnte da noch gut ein Rahmen rum.
Wert, 3000 Wert. Love Bones. Wieso schläft er denn jetzt? Lass mal ein bisschen hier, keine Ahnung, Sims Forever spielen. Wir brauchen mal ein bisschen Spaß. Dann gibt es noch einen Snack. Dann können wir langsam überlegen, ob du ins Bett darfst, aber vorher nicht. Spielen wir ein bisschen PC und dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge mit PC-Spielen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, würde mich über Kommentare, Daumen hoch und so freuen und natürlich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Bis dann.